Und das hier wird angehoben, ein paar Blöcke. Und dort soll ein Pool reinkommen. Das heißt, ihr habt einen Pool auf dem Dach des Gebäudes. Ja, also willkommen in Dubai. Hallo und willkommen, das ist Minecraft. Das hier ist Minecraft Constructions Folge Nummer 4. Und ja, ihr seid hier genau richtig, das ist das Gebäude. Es hat sich seit dem letzten Mal eine Menge getan. Wie schon angekündigt, habe ich das Ganze gestackt und bin jetzt auch hier ein bisschen in die Höhe gegangen. Ob ich jetzt hier bei 15 Stockwerken geblieben bin, das könnt ihr gerne nachzählen. Es sind insgesamt 25 Stockwerke sogar, die wir jetzt hier haben. Und das ist natürlich auch ein riesen Vorteil, wenn man das hier unten einmal baut, dann kann man es, wie gesagt, so hochstacken, wie man will. Na gut, es gibt natürlich die Höhenbegrenzung, also eine Baubegrenzung nach oben hin. Und hat sich natürlich eine Menge getan seit dem letzten Mal. Ich will jetzt drauf eingehen, ich habe immer gesagt, ich werde erklären, was jetzt passiert ist und was passieren wird als nächstes. Ihr seht ja auch, dass das Gebäude so gut wie fertig ist, es wird jetzt also nicht mehr so viel kommen. Zu guter Letzt werden wir das Penthouse auf das Dach bauen. Das schauen wir jetzt aber erst noch an. Die Aufzüge, das ist alles schon drin, es funktioniert auch alles. In der letzten Folge habe ich zum Beispiel gesagt, ja, wenn ich das jetzt stacke, dann muss man darauf achten, dass die Technik auch so gebaut ist, dass man das stacken kann, ohne dass es da jetzt Probleme gibt und dass ich Bescheid sage, ob es funktioniert hat oder eben nicht. Das hat funktioniert, das heißt, ich habe das alles korrekt gebaut, aber Signaltest steht noch aus. Ich habe das nur hier unten getestet, also habe es mal so auf 2 Stockwerke kopiert, dann getestet und es hat funktioniert. Ich habe es jetzt noch nicht bis ganz nach oben getestet, aber die Leitungen werde ich noch durchpusten und da wird es auf jeden Fall auch funktionieren. Das hat sich jetzt beim letzten Mal getan, also als ich das letzte Mal das Gebäude gesehen habe, da war das so hoch, hat es eine Höhe von ein paar Blöcken, ne? Bis hierhin in etwa ging das Ganze. Ich habe damals gesagt, baue es auf 2 Stockwerke Höhe, vor allem wegen der Technik auch, dass ihr die Technik so baut, dass das gestackt ist. Wenn ihr zum Beispiel jetzt das untere Stockwerk kopiert, dann, ne, ihr habt ja hier die Nähe zum Informationscenter hier und hier unten weicht man oft von dem, was man hier oben gebaut hat, ab. Ja? Und wenn ihr dann das hier unten stackt, also hier unten den unteren Teil kopiert und dann stackt, dann habt ihr oft das Problem, dass die Technik dann nicht so mitspielt. Das heißt, die Regularität, die habt ihr erst hier oben in diesem Stockwerk drin. Ja, das heißt, baut es hier in diesem oberen Stockwerk schon so aus, dass ihr es einfach stacken könnt. Ja. Das war dann auch der nächste Schritt. Ja, das heißt, man nimmt sich dieses Stockwerk hier und kopiert das übereinander. Das kann man dann, ich habe das jetzt in dem Fall 15 Mal gemacht. 25 Mal gemacht. Natürlich kopiere ich da jetzt nicht 25 Mal das gleiche Stockwerk drüber, sondern man kopiert es drüber, dann zieht man das wieder nach unten, kopiert es, dann hat man nicht mehr ein Stockwerk, sondern 2, setzt man wieder drüber und das geht dann exponentiell voran. Ja, irgendwann habt ihr dann 15 Stockwerke und setzt sie einfach drüber und dann habt ihr schon fast die Endhöhe. Wenn das dann passiert ist, dann überlegt man sich als nächstes, wie man denn hier oben das Dach gestalten will. Ich habe ja mir schon früh überlegt, dass wir hier 2 Dachterrassen draufbauen. Das habe ich, glaube ich, auch schon in der ersten oder in der zweiten Folge gesagt, dass ich das vorhabe. Das ist die erste, das ist die kleine. Und die zweite ist hier vorne, die ist ein bisschen größer. Ne, das heißt, man zieht es auf Endhöhe, guckt dann von oben drauf und überlegt sich, okay, wie kann ich das Ganze hier rauslöschen. Also geht dann hier mit MC Edit hin, markiert hier einen Teil, zieht den nach unten und drückt einfach entfernen, dann ist der weg. Und da müsst ihr es nur noch ein bisschen anpassen. Also ihr seht ja, wir haben jetzt hier so ein Custom-Dach drauf gemacht. Wenn ihr hier reingeht, seht ihr hier die Fenster. Ja, und auf der anderen Seite ist genauso. Also wenn ich da jetzt mal rüberfliege, dann könnt ihr sehen, das ist der Teil, da waren mal die kleinen Wohnungen drin. Also es fehlt hier im Prinzip eine komplette Wohnung über die letzten 3 Stockwerke. Ne? 1, 2, 3. Na, und dafür hat man hier halt einen schönen Dachzugang. Ja, also wenn ihr jetzt hier drin seid, dann könnt ihr hier rausgehen. Da fehlen natürlich noch die Türen, die kommen noch alle hin. Hier werden wir so einen kleinen Grillplatz hinmachen mit Sitzmöglichkeiten. Hier kann man so einen kleinen Spielplatz hinbauen. Und das klingt jetzt sehr absurd, weil wir kennen das so in Europa jetzt nicht, ne? Also so Wohnhäuser in dem Stil gibt es ohnehin, glaube ich, in Deutschland überhaupt nicht in der Höhenordnung. Aber wenn ihr zum Beispiel nach Japan geht, Japan ist eine sehr kleine Insel mit sehr vielen Einwohnern. Und was macht man, wenn man keinen Platz hat? Man baut in die Höhe. Ja, und da gibt es Wohnhäuser, die haben schon über 50 Stockwerke und selbstverständlich gibt es dort auch Dachterrassen, das ist ganz klar. Die gibt es nicht nur auf dem Dach, sondern gibt es auch mitten im Gebäude. Ja, und wenn ihr da euch mal informiert, dann werdet ihr sehen, dass das Ganze hier schon durchaus
eine Berechtigung hat, dass es hier draufgebaut ist. Nun gut, was passiert denn, wenn man das Ganze nach oben hin gezogen hat und hat das Ganze angepasst? Dann kommen die Aufzüge rein. Ihr seht jetzt auch hier, das ist der erste, der große. Und das hier sind die zwei kleinen Aufzüge. Ich habe den großen jetzt schon hier extern aufgebaut. Ihr seht es, ja, der ist hier. Ne, den habe ich auf eine Höhe von 25 Stockwerken gebaut. Ihr seht auch, die haben hier exakt gleiche Höhe. Dann solltet ihr hingehen und solltet es schon mal beschriften. Das heißt, geht hier hin. Ne? Die Alternative im Gebäude ist, dass ihr dann immer ins Treppenhaus müsst, müsst runterlaufen, ins nächste Stockwerk und so weiter und so fort. Hier könnt ihr das einfach relativ simpel beschriften. Ne? Also geht hier hin, setzt das Schild, schreibt euren Text drauf, dann fahrt ihr hier ein bisschen runter, setzt das nächste Schild und so weiter und so fort. Und wenn ihr das gemacht habt und habt den Aufzug auch extern getestet, dass er wirklich fährt, dann könnt ihr das markieren, geht hier rüber und fügt den Aufzug einfach ein. Ja, und dann ist er hier drin und funktioniert auch schon. Ich habe das alles getestet und ist auf jeden Fall sehr praktisch gemacht. Was ich auch gemacht habe, ist, ich habe den Teil hier mit den zwei anderen Aufzügen eingerückt. Das heißt, wenn wir jetzt hier reingehen, gucken wir uns das an, werdet ihr sehen, dass die Gegend um den Kern etwas größer geworden ist. Ja? Also die Aufzüge sollten ursprünglich hier schon sein, dass ihr hier die Mauer habt, dass sie hier so lang geht. Habe ich jetzt ein bisschen eingerückt, weil der Platz einfach da war und ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ja? Also hier mit der Beleuchtung von den Aufzügen gefällt mir persönlich ein bisschen besser. Und die Aufzüge hier, ja, also hierzu gibt es ein Let's Show und dort wird auch gezeigt, wie ihr das baut. Ja? Also ladet euch MC Edit herunter, schaut euch das Video an, dann wird es klappen auf jeden Fall. Das hat bei mir ohne Probleme auf Anhieb funktioniert. Die Aufzüge hier, da habe ich nur ein Tutorial dazu gemacht, weil ich finde, es ist einfach zu simpel, um das mit MC Edit dann zu machen. Könnt ihr euch auch anschauen, das sind die 1.11 Kabinenaufzüge, 5x5 Blöcke. Wobei man jetzt hier, wenn man die jetzt nebeneinander platziert, könnte man das auch ein bisschen kleiner machen, ja. Ich hätte die zum Beispiel jetzt, hätte jetzt den hier spiegeln können daran, dann teilen die sich hier diese Zwischenwand und dann haben die eine Tiefe von 5 Blöcken, haben aber eine Breite von nur 9 Blöcken. Hätte mir aber nichts gebracht, hätte da jetzt keinen Mehrwert gehabt davon, deswegen habe ich die einfach nicht gespiegelt, sondern nebendran kopiert und dann hat das auch funktioniert. Gut, dann ist jetzt der letzte Schritt angelangt. Also so viel wird da auch nicht mal passieren. Ich meine, ihr seht ja das Gebäude. Wir sind jetzt hier auf Dachhöhe. Technik funktioniert soweit. Wir können es gleich auch nochmal durchspielen. Man will jetzt hier oben natürlich etwas draufbauen. Und ich habe mir überlegt, dass wir hier ein Penthouse draufsetzen. Ihr seht auch, dass die Aufzüge nimmer bis nach oben hin fahren. Das heißt, das hier ist das letzte Stockwerk, das angefahren wird von den Aufzügen. Ne? Und wenn dann jetzt jemand im Penthouse wohnt, dann fährt er halt bis hier hoch, steigt hier aus, geht dann hier in ein Treppenhaus rein, läuft hier hoch und kommt dann in seinem Penthouse an. Ja, und ich habe es schon so ein bisschen vorgezeichnet, dass ihr seht, wie das in etwa aussehen soll. Das sind jetzt hier die Umrisse. Ja, könnt ihr hier sehen. Zack, zack, zack. Ne? Und wenn ihr euch anschaut, wie das ganz am Anfang aussah, der ersten Folge, da habt ihr das hier gesehen. Na, wenn man sich das anschaut, dann lacht man schon, muss man schon drüber lachen, wenn man da das Endprodukt sieht, weil halt viele Gedanken, so wie hier auch hier das einzurücken hier und dieses Streben hier einzubauen, das kommt halt erst über den Bauprozess. Also man fängt wirklich klein an mit so einer lachhaften Zeichnung hier, sag ich jetzt mal, und es entwickelt sich dann von selbst. Na, so ist es jetzt auch hier mit der mit dem Penthouse. Man kann da jetzt nicht so viel anfangen unbedingt, wenn man das jetzt sieht, wie das aufgezeichnet hier in etwa aussehen soll. Aber ihr werdet sehen, wenn das fertig ist, dann wird es klasse. Ja? Hier habe ich schon ein bisschen mit Gras hier das Ganze zugebaut. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, dass hier auch ein Garten hinkommt. Also eine Gartenanlage. Es wird dann hier irgendwie hier hochgehen. Und hier ist mal angesetzt, dass wir das hier ein bisschen anheben. Also hier, das wird jetzt noch Gebäudewand, hier das. Und das hier wird angehoben, ein paar Blöcke. Und dort soll ein Pool reinkommen. Das heißt, ihr habt einen Pool auf dem Dach des Gebäudes. Ja, also willkommen in Dubai. Ja, ist ja auch keine Seltenheit. Hier sind wir uns noch nicht so ganz sicher, was wir dahin bauen. Ich denke, der Teil hier wird erstmal zugemacht. Ja, also das hier wird ein festes Dach hier. Das hier muss ich noch zubauen.
weil es ist ja schon so, dass hier das letzte, ja, hier wird das Treppenhaus aufhören. Das heißt, das hier muss ich zubauen, habe ich auch schon gemacht, aber ich musste ein Backup wiederbeleben von dem Gebäude. Deswegen ist das hier jetzt noch veraltet. Und ich will es auch an der Stelle sagen, also wenn ihr sowas baut, macht auf jeden Fall immer ein Backup. Ja, das, ich kann euch sagen aus Erfahrung, ihr werdet es immer brauchen. Folge geht auch schon verdammt lange, es tut mir leid, ja, also ich will es halt einfach ein bisschen gescheit erklären, weil es, ja, es kommt ja immer gut an bei euch, es gefällt euch und ich finde es natürlich klasse, mir selbst macht es ja auch enorm viel Spaß hier Gebäude zu bauen, ein Spiel, und ihr seht es, der Alarm jetzt anders, ja, also es funktioniert alles so, wie es sollte, Aufzüge funktionieren, habe ich schon getestet, würde ich jetzt hier nicht testen, denn es gibt enorme Ruckler, wenn der auf dem Weg ist. Und die zwei Aufzüge habe ich auch schon getestet, die funktionieren auch, von daher hat das alles seine Richtigkeit. Gut, und das war's von meiner Seite, das war Minecraft Constructions 4. Wie gesagt, der nächste Schritt wird sein, hier oben das Penthouse drauf zu bauen. Ich überlege mir jetzt da, wie ich es mache, ob ich jetzt das Penthouse komplett bauen soll und dann zeigen oder ob ich es so Stück für Stück baue. Die Erfahrung zeigt, dass man das ohne, wenn man jetzt kein Video macht, besser bauen kann, ja, weil ich bin dann jetzt so multitaskingfähig und es dauert halt auch sehr lange und wenn man das jetzt in einem Video dokumentiert, dann will man ja auch schnell sein, dass das Video nicht zu lange geht und dann fuscht man. Und bei uns, ich meine, ihr seht es glaube ich auch, wir versuchen schon auf Ästhetik zu achten und es ist halt nicht so schnell hingerotzt, sondern es dauert halt schon eine Zeit, um das zu bauen. Von daher, ich werde es vermutlich komplett bauen und dann zeigen. Und wenn ihr das sehen wollt, dann schaltet gerne wieder ein. Der Plan ist, das nächste Woche Mittwoch dann auch dann vorzustellen. Es kann dann sein, dass das Gebäude fertig ist. Kann sein, dass es dann noch die ein oder andere Sache gemacht werden muss. Aber ich denke, wir bauen es fertig dann bis zum nächsten Mal. Und werden es dann auch vorstellen und dann auch in Newcastle City integrieren und dann eine neue NCC-Version zum Download geben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zu einem anderen Video. Macht's gut und haut rein. Ciao.